Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ich muss ja jetzt einmal ganz kurz gucken, wo wir eigentlich sind und wo wir hin müssen. Ich habe nämlich jetzt prompt ein paar Tage nicht aufgenommen und habe es vergessen. So, wir sind in Trelleborg, genau. Das heißt, wir müssen unsere Reise mit der Fähre noch antreten. Wir müssen nach Rostock. Gut, dann gucken wir mal, ob wir da was haben. Ja, Mensch, was soll ich sagen? Urlaub, nicht? Und was ist? Thorsten ist krank. So gehört sich das. Rechte Seite, Ohr komplett angeschwollen, drückt auf das Gleichgewichtsdingenskirchen. Ich bin müde wie Sau, mir ist kalt und ach, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. So, ich habe auch nur einen Knopf im Ohr, weil ich auf dem rechten Ohr ja erstmal erst schmerze. Ich höre eh nichts. Läuft der jetzt oder läuft der jetzt nicht? Er läuft. Er läuft. So, wir müssen unsere Fracht noch wegbringen. Alter, das gießt. Ich habe das Lenkrad nicht umgestellt. Ich habe wieder diese dämlichen Einstellungen vom LS dahin, weil die ja sowas nicht hinkriegen, eine Federvorspannung einzubauen. Aber was soll ich mich über Giants aufregen? Es ist eben so, die raffen so einiges nicht. Leider. So, Licht haben wir, glaube ich, an. Hier fahren wir einfach mal so durch. Ich glaube, hier gibt es keine KI. Wenn doch, haben wir jetzt Pech gehabt. Und wir haben jetzt noch 465 Kilometer vor uns. Geradeaus wird man irgendwann bestimmt auch noch mal kommen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Ecke hier vor einiger Zeit ausgesehen hat. Das hat uns ja komplett verändert hier, diesen Punkt. Hier war die Autobahn und dann ist man, glaube ich, direkt runtergefahren oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es hat sich verändert. Hier rein? Ja. Gestern den ganzen Tag gepennt, heute bis jetzt auch. Es ist schlimm. Es ist schlimm. So. Das mit der Zeit, das finde ich gerade geil. 13.28 Uhr in-game, 13.35 Uhr real-time. Das passt ja in etwa. Mit dem Unterschied, dass es in Berlin gerade nicht regnet. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen ruhig bin, aber ja. Ich bin nicht so gut drauf.
Cheetah ist auch reichlich gezügelt. Fatzegas, aha. Okay, Fatzegas. Mhm. Was auch immer ihr macht. Egal. Warum diese Yacht allerdings ausgerechnet nach Dresden muss, weiß ich nicht. Ja, hätten wir jetzt mal über den rechten Streifen bügeln können. Hier haben sie nämlich anscheinend auch einiges neu gemacht an dieser Ecke, obwohl wir hier schon zigmal drüber gefahren sind in alle Himmelsrichtungen. So. Mal eine ruhige Fahrt für euch. Das hätten sie auch mal besser ausschildern können hier. Auf den letzten Drücker, ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass mit meinen Ohren kommt von den vom Headset. Wenn ich das zu lange aufhabe, fängt es an zu schmerzen und entzündet sich. Das ist das Problem. Aber finde mal ein drahtloses Headset, eventuell Over-Ear oder was auch immer, was nicht drückt. Ein drahtloser Kopfhörer würde an der Stelle auch reichen über Bluetooth, der dann aber auch vernünftig klingt von diesen leichten Dingern. Das ist ja noch, das kommt ja noch dazu. Es gibt ja jetzt diese komischen Bügel, die man sich einfach übers Ohr hängt, wo man eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr hat, großartig. Ich traue den Teilen bloß nicht ganz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vernünftig klingt. Das wird irgendwie über den Knochen gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, Knochen dröhnt die ganze Zeit da durch die Gegend. Hm. Ja, und wenn es ein kabelgebundenes Headset ist, dann natürlich dasselbe. Und es muss mindestens 1,6 Kilometer Kabel haben, damit ich damit quer durch die Bude laufen kann. Außerdem ist das Problem bei mir, dass ich Kabel über früher, ja, über kurz oder lang einfach abgerissen habe. So. So ein altes Militärauto da. Brutales Wetter, ja. Es schüttet wie aus Kübeln.
Ach ja, hier kriegen sie ja welche mit dem Einsortieren, dem Einfädeln nicht hin. Für uns. Bei 200 Metern sagte mein Fahrlehrer schon mal anfangen zu blinken. Bei 100 die Geschwindigkeit reduzieren. Das habe ich jetzt hier nicht oder weniger gemacht. Berlin-Spandau. Na, guck mal an. Ich bin ja gleich zu Hause. Na, sowas. Können wir in Berlin ja einen Zwischenstopp machen, bevor wir nach Dresden fahren, ne? Guck mal, Alter, du könntest auch mal Licht anmachen. Ich krieg eins aufs Dach, wenn ich ohne Licht fahre. Und selber düsen sie hier bei Regen ohne durch die Gegend. Man sieht dich kaum. Ganz ehrlich. So, wo fahren wir denn lang? Erstmal ordnen wir uns hier wieder ein. So, dann fahren wir. Achso, das teilt sich hier, genau. Wir fahren aber nicht hier rein, sondern hier lang. Das passt, alles klar. Vorhaben, wissen sie selber nicht, wa? Mann, 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 bist du eine Pfeife, ey, ganz ehrlich. Geht doch auch ein bisschen schneller. Doch nicht kriechen. Vor allen Dingen, entweder bleiben sie dann stehen und lassen einen rein. Ja, aber nee, kein Gedanke dran. Grünefelder Kreuz. Kuschler Dresden. Hier geht's rechts ab Richtung Dresden. Da werden wir auch jetzt rechts rein, dass die alle kein Licht anhaben müssen. Zentrum. Steht da Zentrum? Steht da nicht eigentlich Berlin Mitte? Ich glaube, von Zentrum steht da nichts. Kann das sein? Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Lang gekommen bin ich da auch schon als Beifahrer, aber ich meine, da steht Berlin Mitte und nicht Zentrum.
bist schön hier auf dem Berliner Ring. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Guck mal, aber lagartig, ne? Ja, liebe Leute, wie dem auch sei, Parkplatz ist jetzt hier gerade weit und breit nicht in Sicht. Wir gucken uns kurz auch das Schild da hinten an. Wenn da auch kein Parkplatz angekündigt wird, werde ich mich hier an die Seite stellen müssen. Aber das sieht eigentlich gut aus. Rasthof. Rühlingsheide. Rühlingsheide, ich konnte das jetzt so schnell nicht lesen. Ist alles so ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass das alles so angeschwollen ist. Ich habe auch ständig was Neues, ne? Aber es war schon früher so. Es waren Schulferien, ich war krank. Immer. Während der Schulzeit nicht, da war ich immer kerngesund. Musste ich mir dann was ausdenken, dass ich mal von der Schule wegbleiben konnte. So. Aber, liebe Leute, vergesst das Däumchen und das Abo nicht. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.